Ja, hi. Ich mache jetzt einfach mal einen Vlog, weil ich schon lange mal einen Vlog machen wollte vor der Welt, beziehungsweise vor dieser tollen Weltkarte, die ich mir angeschafft habe. Naja, mit der Welt ist ja momentan einiges in Argen, was die Finanzen angeht. USA fast pleite. Eurozone angeblich fast pleite. Wäre vielleicht mal interessant, sich damit zu beschäftigen, wieso diese angeblich reichsten Staaten der Welt, Japan gehört ja auch mit dazu, hochverschuldet, plötzlich alle pleite sind. Ob da nicht vielleicht ein Fehler im System liegt. Vielleicht ist es die richtige Zeit, sich mal grundsätzlich damit zu beschäftigen, ob auf der Welt irgendwas nicht stimmt mit unserem Werte- und Geldsystem. Ich bin da selber gar nicht so ein Experte und möchte jetzt gar nicht so viel zu erzählen, sondern lieber hinweisen auf das, was es im Internet da schon gibt, was man über YouTube auch finden kann. Ganz gute Arbeit und sehr vielfältige Arbeit machen meiner Meinung nach da Global Change Now. Ein weltweites Netzwerk wollen die aufbauen. Globales Denken, aber auch lokal handeln. Sind in Berlin ansässig, jetzt glaube ich umgezogen, irgendwie in die Nähe, weiß ich nicht. Setze ich einen Link rein. Auch zu deren Geldkongress, den sie organisiert haben. Macht Geld Sinn, wo sie sich mit sehr vielen Aspekten des Geldes beschäftigt haben. Dann mache ich natürlich noch einen Link nach Equal Money. Da findet man Destinys Gedanken zum Geldsystem. Finde ich auch vom Grundsatz eine sehr interessante Idee, die Geldschöpfung gleich zu verteilen auf den Menschen, über den Menschen zu schöpfen. Und ich werde noch verweisen auf Tombo, einer der vordersten Aktivisten von Global Change Now. Über seinen Kanal findet man auch viele Informationen und Anknüpfpunkte. Und auf Politprofiler nennt sich sein Kanal, Kairon Fui, der Kanalname. Naja, aber ihr seht ja gleich einen Link da, der auch sehr interessante Gedanken hat. Thema leistungsgedecktes Geld. Schaut euch einfach auf seinem Kanal um, ihr werdet einiges finden. Ja, ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag euch und ich will das Video mal auch nicht zu lang ziehen, sondern lieber beenden.